Die Ausstellung bringt eine Wiederentdeckung und Neubewertung der Jahrhundertfigur Andreas Achenbach. Der ist 1815 geboren, 1910 gestorben, das lange 19. Jahrhundert. Er war eine wichtige Figur der Düsseldorfer Malerschule mit großer Ausstrahlung, hat in die USA verkauft. Alle wichtigen Themen auch, die wir heute im Kunstmarkt haben, gibt es bei Achenbach schon. Das hat ihm den Namen auch Malerfürst eingetragen und wir zeigen ihn aber auch als Revolutionär. Er hat wirklich die ätzendsten Karikaturen um 1848 gezeichnet. Das traut man ihm vielleicht nicht zu, aber er ist wirklich der Schärfste in Düsseldorf gegen die Preußen, gegen die Repression. Also da gibt es wirklich auch einen ganz scharfen Karikaturisten zu entdecken. Wenn man die Feinstruktur seiner Bildgespinste, die Feinheit der Wasserdarstellung, der Gischt bei den Seestücken, aber auch die Landschaftszüge, das muss man sich ganz nah angucken. Wir haben sehr, sehr viele Handzeichnungen, Skizzen von den Reisen. Und wenn man da nah rangeht an die Bilder, kommt einem das doch sehr, sehr modern vor. Es erinnert, wenn man nur den Ausschnitt sieht, tatsächlich an surrealistische Gespinste, aber es ist eben seine freie Hand. Er hat nie ein Bild zweimal gemacht, hat viele tolle Skizzen, aber auch die großen Gemälde hat er nicht verdoppelt, was damals durchaus üblich war. Also ein sehr eigener, ein sehr origineller Kopf. Andreas Achenbach gilt als Realist, aber er ist einfach auch noch viel mehr. Er ist eben nicht ein Abbilder der Welt. Ihm geht es ums Bild und das ist das wirklich Aktuelle und Moderne. Er fasst die Welt an mit den Augen, ist ein sehr starker Charakter, der auf die Welt zugeht. Es ist ein bisschen wie der deutsche Courbet. Courbet war auch ein sehr selbstbewusster Mann, der hat sich nicht entmutigen lassen und hat eigentlich alle so mit seiner Kraft auch mitgezogen. Und Andreas Achenbach buchstäblich genau anguckt, wenn man in die Feinstruktur der Malweise reingeht, haben wir da eine hoch aufgeklärte, hoch desillusionierte Auffassung von Landschaft. Achenbach malt nicht Landschaft ab, sondern er malt ein Bild. Das unterscheidet sich von der Bildkonzeption her nicht von dem, was die Zeitgenossen in Frankreich, die Impressionisten, machen.